Auf dem 34er werden gerade immer mal wieder die Heringe gefangen. Und Hering ist nicht nur übelst lohnenswert, Hering ist auch echt selten. Und es wäre halt wirklich nice, wenn man so einen Hering als Trophy reingeben könnte, oder? Also mal wieder ran hier. Aufs klassische 34er. Das Plateau, die Sandbank hier. Ja, mit 34 Meter Tiefe. Und wir nutzen sie nicht mal komplett aus, die 34 Meter. Nö. Einfach nur auf 20 Meter Tiefe. Und da soll es laufen. Und ja, ich hatte auch schon ein paar ganz gute Heringe dabei. Nebenbei noch Sardinen und Co. Alles, was es eben sonst noch so an Kleinkram gibt. Makrelen natürlich auch noch. Die werden dann schön zu Ködern verarbeitet. Aber der atlantische Hering, den hätte ich gern. Schnell wieder raus damit. Wetterbedingungen, auch vorhin schon im Livestream, wo es hieß, Alden, Hering und wenig später, jawohl, es ist erledigt. Ich muss mal eben gucken hier. Rekorde wöchentlich. Da ist doch bestimmt noch was zu sehen hier. Atlantischer Hering. Stimmt, der Mike war's. Der Mike war's. Guck mal, auf dem Bond hat er ihn sogar gefangen. Oha, gar nicht auf die Shrimps, die drauf sind. Hoppala, da war der Biss. Und jetzt ist er wieder weg. Gar nicht auf die Shrimps in Verwendung, sondern tatsächlich auf den goldenen Bond. Das ist natürlich super interessant. Ich meine, ich habe jetzt auch den Bond drauf, allerdings, also den kleinen. Allerdings bin ich jetzt auch auf grün gegangen, weil das gesamte Setup halt komplett eben in grün ist. Das ist natürlich ein Ding. Aber nichtsdestotrotz, die Heringe sind halt da, ne? Genau hier auf dem 34er. Ich habe auch ein paar Mal jetzt schon korrigiert, also wirklich schön auf die 34 drauf fahren. Wettertemperaturen und so weiter, halt um die 5 bis 8 Grad ungefähr. Und die Anzeige war einfach nur hier, einfach nur bewölkt, genau, so um die 8 Grad herum, zack, und dann gib ihm. So waren die Wetterverhältnisse, als es dann hieß, Alden, die Trophy ist drin und das Ganze gepostet ist, hoppala, auch schon wieder ein paar Tage her, von Rainy Tuesday, der hatte das gepostet vor 3 Tagen, vor 4 Tagen sogar schon, ganze Kescher-Bild mit allem drum und dran. Jede Menge. Wirklich jede Menge. Schöne Heringe dabei. Sehr, sehr, sehr viele europäische Sardinen mit der Trophy. Also auch durchaus die Möglichkeit, dass hier die Sardine halt reingeht. Und ansonsten, ja, Kunterbunt, Hering, Sardinen, Makrelenhechte und so weiter und so weiter. Also was man halt alles so kennt von den Sandbänken. Allerdings ja, wie gerade schon gesagt, eben nicht auf dem Grund. Das heißt, wir wollen hier nicht den ganzen Kleinkram und Seeskorpione vom Grund alle aufkratzen, sondern wir wollen die Fische im Freiwasser. Dementsprechend gehen wir hier nur runter auf 20 Meter. Also du kannst einfach einen Schnurclip zum Beispiel setzen, zack, auf die 20 Meter und dann gib ihm. Das, was hier gerade die ganze Zeit immer wieder passiert, sind natürlich kleine Ausschlitzer, weil mal eben so eine kleine Sardine mal beißt und dann nicht hakt und dann ist der Schnurclip wieder offen und dann macht man ihn halt bei 20 wieder zu und kommt trotzdem ins Pilken bei 20 und dann muss man einfach zack wieder haken. Aber dass so kleine Ausschlitzer passieren, das ist halt ganz normal. Also ein Fisch beißt hier an, ist wahrscheinlich viel zu klein und dann hakt er nicht. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen auch noch die Frage, welche Hakengröße. Wir haben die Köder, da gucken wir natürlich jetzt gleich im Detail nochmal rein. Hakengröße kann man ein bisschen variieren. Wenn du jetzt eher unterwegs bist und die Sardine suchst, dann natürlich vielleicht eher mit einem 2-0er Haken rein. Ein 3-0er habe ich jetzt hier gerade drauf, denn ich suche eigentlich eher, wie gerade schon gesagt, den atlantischen Hering. 627 Gramm bisher der größte. Das ist schon mal nicht schlecht. Gerne mehr davon. Auf den Natural Shrimp. Also das passt soweit schon mal.
Ja, und wie gesagt, gerne mehr von diesen großen Heringen und gerne auch irgendwann mal, dass die Trophy reingeht. Das wäre schon richtig, richtig krass. Zack, der nächste in klein. Die Frage ist halt echt, lohnt es sich vielleicht sogar noch mehr einfach nur auf den Bond als auf die Shrimps? Das ist die Frage. Aber wenn man halt, hoppala, nur eins von beiden hat, also entweder hast du ja vielleicht sogar nur den Bond, also nur den Pilker, dann kann man das natürlich auch machen hier. Wobei mit Beifingern ist das Ganze wahrscheinlich doch effektiver und sinnvoller. Denn hier nur mit dem Pilker zu hoffen, dass da was in dieser, ja, in dieser Mitte oder im Mittelwasser reingeht, das ist schon ein bisschen tricky. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so effektiv. Also ich denke schon, dass das eher was ist, wenn man hier, wie tief ist der? 30 Meter tief, okay. Wenn man hier die Beifänger hat und wenn man dann wirklich eben auch mit den Shrimps hier schön aktiv nochmal auf viele kleine andere Fische geht, dann macht das wahrscheinlich mehr Sinn. Alles andere, ja, alles andere ist wahrscheinlich nicht ganz so ergiebig, da einfach dann runterlassen bis auf den Grund und gucken, was da halt alles reingeht. Da ist man ja eh für jeden Fisch dankbar. Ja, in Gänze muss ich sagen, bin ich schon ganz zufrieden. Also ich bin jetzt hier bei 40 Fischen in 33 Minuten. Ja, da geht natürlich mehr. Ich habe mich aber auch anfangs einfach mal wild noch ein bisschen treiben lassen. Also war einmal hier unten und war einmal hier oben. Es macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn man einfach genau auf der 34 bleibt und dann eben einfach da ins Pilken kommt. Vielleicht sogar, wenn man halt richtig auf Frequenz gehen will, einfach tatsächlich nur mit einem 2-0er-Haken. Wie gerade schon gesagt, ich bin jetzt hier gerade mit einem 3-0er-Haken komplett unterwegs. Das ist hier die Kombi Natural Shrimp in 7 Gramm. Das sind die kleinen. Und dann eben hier in der Kombi mit Grün-Schwarz. Eigentlich ähnlich wie der hier auch aufgebaut ist, ne? Schön grünlich mit ein paar schwarzen Komponenten. Und genauso sind dann eben hier auch die Lockmittel eingestellt. Siehst du, guck mal, da war schon wieder was dran. Schnell nach oben ziehen. Denn wir wollen hier keine Bewegung in Grundnähe. Wir wollen hier auf 20 Meter. So, hier wollen. Und da haben wir auch den Biss. Siehst du, da wollen wir hin. Denn da haben wir immer wieder die Heringe und irgendwann wird dann auch mal der Hering reinballern. Also heute die Info im Livestream-Chat, die war doch schon richtig, richtig nice. Und GZ auch nochmal zu der Trophy, richtig, richtig cool. Ja, und wie gerade schon gesagt, auf dem Bond, vielleicht baue ich das tatsächlich auch nochmal um auf dem Bond. Oder ich teste tatsächlich mal nur Bond. Hm? Ob das was ist? Da geht natürlich die Frequenz massiv in den Keller. Aber möglicherweise einfach nur Pilken auf 20 Meter ohne Beifänger. Vielleicht ist das was, ne? Also vielleicht die ganze Deko hier mit dazu. Wäre vielleicht eine Option, ne? Ich glaube, ich teste das gleich einfach mal. Letzten Endes kommt es mir jetzt gerade nicht unbedingt so auf die Kohle an oder so. Ich will einfach nur so einen doch sehr seltenen Fisch wie den Atlantischen Hering als Trophy abhaken. Und wenn ich dadurch vielleicht die Möglichkeit habe, warum nicht? Wisst ihr was? Wir machen das mal eben. Also, Beifänger runter. Zack, weg mit der Haken. Zap, zap, zap. Dann gucke ich noch mal kurz rein hier im Discord. Übrigens, Link zum Discord direkt unterm Video. Da hast du dann den Zugriff auf Tausende mittlerweile verschiedene Spots und Infos, wo man was bekommt. Natürlich auch jede Menge alte Stellen und Spots, alt, also die halt jetzt vom Posting her nicht neu sind, aber auch alte Stellen funktionieren natürlich auch immer wieder. Die sollte man auf jeden Fall immer mal wieder testen. Die hat er jetzt als Bei, als Haken, das ist natürlich ein bisschen wild. Ein 8-0er ist jetzt natürlich massiv übertrieben. Ich gehe mal auf einen 4-0er vielleicht rein. Und auch hier, glaube ich, eine Rassel ist da, glaube ich, nicht so smart. Andererseits war der Biss ja da drauf. Also rasseln wir hier einfach mal. Vielleicht rasselt er auch der Hering rein. So, und dann haben wir jetzt hier eigentlich die Kombi. Das ist es. Das ist es. Gelb, Gold, Orange eigentlich. Vielleicht ist das ja
the way to go. Oder ein Weg. Wenigstens einer würde mir reichen. Der eine Weg zur Trophy. So, wieder zurück auf die 34. Runter vom Gas. Ja, wir stehen ziemlich genau. Und damit runter hier auf 20 Meter Tiefe. Und dann bin ich schon sehr gespannt. Es sinkt natürlich jetzt deutlich schneller runter. Das ist natürlich dann der Vorteil. Dadurch, dass hier eben jetzt nicht so viel Beifänger dabei sind, die auftreiben, sinken wir natürlich jetzt hier nur mit dem Pilger viel schneller runter. Schön ins kleine Pilken, würde ich sagen, gehe ich mal rein. Also hier nicht das starke Pilken. Und dann mal gucken, ob sich das lohnt. Gute Frage. Ewig nicht gemacht, ewig nicht ohne Beifänger geangelt. Das ist ja eigentlich schon fast sogar der Nachteil. Sobald man das hat, angelst du natürlich die ganze Zeit mit einem kompletten Tannenbaum. Also mit allem, was man so, wie man sein Setup hier schmücken kann. Zack und Biss, okay. Einmal kurz auf starkes Pilken. Und dadurch kommen natürlich wahnsinnig viele Fische auf die ganzen Beifänger und dann letzten Endes auf den Pilker, den man vielleicht gerade aktiv im Fokus haben will. Da beißt natürlich dann äußerst wenig, weil halt so viel Klimbim drumherum ist. Ja, okay, ich bin nochmal wieder zurückgefahren auf den Mittelpunkt. Also das ist jetzt wirklich nicht so smart, ey. Also ja, es geht, aber ohne Flachs, also das ist nichts fürs Mittelwasser. Also wirklich einfach nur mit dem Pilker, lieber auf dem Grund. Da kommst du ja überhaupt nicht auf den grünen Zweig. Also da, wie gesagt, schön Bewegung in Grundnähe. Ich hatte das ja schon mal gezeigt. Ich kann das noch mal eben kurz zeigen für alle die, die sich denken, oh Mensch, Alter, Beifänger habe ich gar nicht. Was mache ich denn mit den Pilkern? Ich werfe gleich noch mal aus. Ihr müsst noch nicht mal hier mit der Schnur irgendwie mit der Meteranzeige unterwegs sein. Die meisten haben das wahrscheinlich eh. Aber ich zeige noch mal eben, wie man da am besten kurz eine ideale Höhe einstellt für die Grundbewegung, dass man quasi immer die ganze Zeit im Grund ist oder wieder raus. Lass mal eben absinken jetzt hier bis auf den Grund. Einfach locker runter. Denn mit der Elektrorolle, oh, da kommt einer rein. Mit der Elektrorolle kann man ja jeden einzelnen Meter genau ausmessen. Und da stelle ich halt immer wieder fest, dass so die 2 Meter über den Grund ganz gut funktionieren. So, einmal auf, einmal zu, dann ist der Schnurclip weg. Jetzt verlasse ich es nochmal schön auf den Grund. Also, wir haben jetzt hier 33 Meter. Das haben wir da oben in der Ecke ja stehen, die 33 Meter. Das heißt, bis zum Grund 33 Meter. Und ohne jetzt zu wissen, wie tief wir sind. So, jetzt sind wir hier auf Grund. Jetzt machen wir zu. Und jetzt ziehe ich hoch und hoch. Jetzt ist es weg. Und jetzt lasse ich die Route... Oh, jetzt ist schon Biss. Ich komme nicht dazu. Na komm. Zu viele Bisse hier. Vielleicht haben wir erstmal die Heringstrophy hier drauf beim Zeigen. Nee, der olle kleine Wittling wieder. So, mittlerweile 4. Versuch. Also, wir sind jetzt hier auf Bewegung in Grundnähe. Die Route schön nach oben. Jetzt zumachen. Jetzt haben wir... Hochziehen, 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 gucken, immer noch Bewegung, jetzt ist Bewegung in Grundnähe weg, jetzt lassen wir ein bisschen runter und sind wieder in Bewegung in Grundnähe und dann können wir anfangen mit dem Pilken. Das ist eigentlich eine ganz ideale Höhe. Wir sind jetzt genau in dem Bereich knapp 2 Meter über dem Untergrund und die Anzeige da rechts ist ja nur eine ungefähre Anzeige mit den 5 Metern. Aber so kommen wir genau 2 Meter drüber. Wir kommen immer wieder rein in die Bewegung in Grundnähe. Wir haben das starke Pilken. Wir haben quasi immer so eine doppelte Geschichte. Kurz rein, kurz raus sozusagen. Und es lockt halt kontinuierlich. Also immer wieder zack, zack, rein und raus das Spielchen. Und haben hier dann eben schön ja, diese Bewegung. Und sind eben jetzt ganz knapp über den Grund. Also einfach runterlassen bis auf den Grund, beziehungsweise die Route hochhalten. So lange einkurbeln, bis das Bewegung in Grundnähe weg ist.
dann wieder auf normale Tiefe einstellen. Dann haben wir wieder Bewegung in Grundnähe. Und dann kommt man damit einfach die ganze Zack, die ganze Zeit rein und raus sozusagen. Und wenn man rausgekommen ist, zack, eben gucken, wieder runterlassen, Bewegung in Grundnähe, Route nach oben, 2, 3, 4 mal kurbeln, zack, wieder runterlassen. Dann hat man es wieder und kommt dann hier wieder richtig schön in den Rhythmus rein. Das ist übrigens dann genau die Höhe, die man dann auch mit der Elektrorolle meterweise exakt anpasst und nicht hier in 5 Meter Schritten, sondern genau auf den Meter. Dann kommt man da genau in diesen Bereich rein. Und so ist es halt auch eine Möglichkeit, ohne die Meteranzeige, aber exakt genauso da reinzukommen. Mehrfach schon getestet, es ist genau halt dieser Bereich dann. Und das passt super dann eben auch zum Pilken. Ja, so, jetzt gehe ich aber gleich wieder hoch auf die 20 Meter, denn ich will ja Hering. Ich will ja gar nicht hier auf dem Grund rumeiern. Deswegen geht es gleich wieder nach oben. Und ich teste jetzt gleich nochmal grüne Bonds. Okay, wieder nicht gehakt. Grüne Bonds mit der gesamten Montage. Ich teste das jetzt einfach auch weiter. Ich glaube, das ist es. Ab zum Sport, einfach mal selber testen. Gerne auch berichten oder auch mit im Discord schreiben, wie es bei dir gelaufen ist. Vielleicht auch mit anderen Ködern. Aber offenbar ist hier gerade der Hering. Und wenn er da ist, muss man es ausnutzen. Toi, toi, toi. Vielleicht hast du ja auch Glück, dass er bei dir reingeht. Ja, viel Erfolg. Petri, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr komplett RF4. Bis dahin, Petri.